Hallo, ich heiße Dieter und begrüße euch zu meinem YouTube-Kanal Geländekarre. Ja, hier steht das Auto leider im Winterschlaf momentan, aber ich habe es zwar konservieren lassen, also Unterbodenschutz und Hohlraum versiegelt ist es, aber es ist trotzdem mir zu schade, jetzt bei diesem Wetter zu fahren. Dazu habe ich noch ein zweites Auto, einen alten Suzuki Vitara, den zeige ich euch dann in Anschluss an dieses Video. Heute gehe ich jetzt mal nur auf diesen Lastenträger ein. Ich zeige Ihnen nochmal, wie das genau funktioniert. Dazu gehe ich mit der Kamera etwas nach unten. Dann sieht man das auch viel besser. So. Dann nehme ich das kleine Motorrad. Der Marke Skyteam. Mal da hoch. Da mache ich die Bremse, da geht es leichter mit so einem Kabelbinder, den man wieder öffnen kann, fest. Bisschen eng da alles. Dann nehme ich den Griff und hebe es hoch. Und das war's schon. Dann könnte ich es jetzt da festzuhren, aber nachdem ich ja nicht fahre, ich lade es jetzt dann gleich wieder ab. Das ist ein Hebel da unten, da kann man das, also dass das gesichert ist, dann kann man da umlegen. So, jetzt ist der fest. Dann tun wir es wieder runter. Hebel wieder umlegen. Hochheben. Seite drehen und nach unten ablassen. Geht ganz einfach, ganz leicht. Die Bremse öffnen und dann kann man wieder runterrollen lassen. Das war's schon. Dann habe ich hier zwei so Flügelmuttern. Macht man nur etwas locker. Kann man das Rahmen abnehmen. Und die Tür öffnen. Wen es interessiert, ich habe da die Rechnung da. Also ich habe es konservieren lassen bei Autopflege Till. Ottobrunner Straße in Höhenkirchen bei München ist das. Ich halte es mal jetzt in die Kamera, vielleicht kann man das sehen. Und der Lastenträger, ja, vielleicht gekostet hat das Konservieren 680 Euro, aber ich denke, es ist es wert, weil das Auto rostet ja jetzt nicht mehr. Und den Lastenträger, der hat gekostet 593 Euro. Und ich halte die Rechnung jetzt auch mal in die Kamera, vielleicht kann man das sehen, wo ich die gekauft habe. Aukup heißt es, Aukup in Augsburg. Also findet man ja im Internet dann raus, wenn sie jemanden kaufen möchte. Ich stelle jetzt die Rampe wieder nach oben. Diesen Schaumstoff übrigens, den habe ich aus so einem, ja, so ein Stück Schaumstoff gebaut. Gibt es im Baumarkt oder auch auf Amazon zu kaufen. Kommt das wieder dahin. So. Dann machen wir es jetzt mal leicht fest. Lade nach unten. So, das war es jetzt auch schon von diesem Lastenträger und jetzt kommen wir mal schnell zu dem Vitara. Also, ich bin jetzt mit diesem Auto zu meinem Holzplatz gefahren, weil ich nehme jetzt gleich Holz mit für daheim,
Wir heizen daheim ausschließlich mit Holz. Das ist jetzt das Auto, ein Suzuki Vitara XL7. Das Auto hat einen 6-Zylinder-Motor mit 173 PS. Und das Beste, ich habe das ja gebraucht gekauft und es funktioniert alles. Es hat wenig Rost und für das Auto habe ich beim Toyota-Händler in Ingolstadt 1400 Euro bezahlt. Und da musste ich noch Verschleißteile reinrichten, also einen TÜV muss ich machen. Da habe ich es dann zur Firma Kohlbeck nach Großmehring bei Ingolstadt gefahren. Da habe ich dann noch 1500 Euro bezahlt. Das waren aber hauptsächlich Verschleißteile, es sind neue Reifen draufgekommen, neue Zündkerzen sind reingemacht worden, Lambda-Sonden sind gewechselt worden und ganz viele Sachen, Öl ist gewechselt worden. Also es war auch ein sehr guter Preis. Und ich habe jetzt für ein paar Firmen ein bisschen Werbung gemacht, aber aus dem Grund, weil ich sehr zufrieden bin. Und also Geld bekomme ich wirklich keines dafür. Das Holz ist jetzt aufgeladen. Ich muss jetzt noch den Holzplatz zudecken, also die Planen drüber, und dann geht's wieder nach Hause.